Ja, wir haben einfach festgestellt, dass die Personen, sagen wir mal, über 50 unterdurchschnittlich vertreten sind in unseren Weiterbildungen. Und da stellt sich dann die Frage, wieso kommen die nicht? Haben wir die falschen Angebote? Eigentlich hat ja die Universität den Auftrag, auch eine Institution des lebenslangen Lernens zu sein. Diese Programmatik lebenslanges Lernen ist schon sehr alt. Die Umsetzung an den Universitäten allerdings ist noch nicht so weit fortgeschritten. Für die Zielgruppe derjenigen älteren Leute, die noch im Erwerbsleben stehen, da fehlen aus unserer Sicht insbesondere Angebote. Zumindest haben wir kein wenig spezifisch auf diese Zielgruppen ausgerichtete Angebote auch festgestellt. Ich denke da an Angebote in Bezug auf vielleicht neue Funktionen, die Sie, wenn Sie älter werden, in den Betrieben einnehmen. Man spricht auch von Bogenkarrieren, die hier auch als Maßnahmen postuliert werden von Unternehmen. Wir beabsichtigen deshalb auch, auf diese Unternehmen stärker hinzuzugehen und zuzuhören, vor allem, was sie für Maßnahmen für den Erhalt und die Förderung ihrer älteren Mitarbeitenden haben und was die Universität hier auch dazu beitragen könnte. Die Universität selber bietet die Seniorenuniversität an in Bern. Es gibt bei uns auch das Collegium Generale mit Vortragsreihen. Aber diese Angebote, zumindest was die Universitäten hier anbieten, ist alles in der Form von Vorträgen. Und wir sind überzeugt, dass ältere Leute nicht nur einfach Vorträge hören wollen und dann vielleicht ein paar Fragen stellen können, sondern dass sie sich auch aktiv mit anderen Personen unterhalten möchten, sie auseinandersetzen möchten im Austausch. Und da fehlen mindestens seitens der Universitäten im Moment Gefäße, die das ermöglichen. Ein sehr schönes Beispiel, und das denke ich, ist auch sehr gut geeignet für eben Hochschulen oder insbesondere für Universitäten, sind Arbeitsgruppen forschendes Lernen. Ich kenne da ein Beispiel der Universität Ulm. Es gibt aber auch andere Universitäten, die das anbieten. Da finden sich interessierte ältere Personen zusammen um ein Thema herum, das sie dann auch forschend angehen. Ein Beispiel für ein solches Thema ist Stadtentwicklung, wo dann auch Interviews durchgeführt werden, Archivmaterial ausgewertet wird, von dieser Arbeitsgruppe am Schluss zusammengetragen und das sogar bis zu einer Publikation kommen kann. Was für Weiterbildungen planen Sie selber persönlich nach Ihrer Pensionierung? Was ich sicher machen werde, ist an der Universität Bern einen Hörerschein lösen. Und weil es gibt an dieser Universität eine solche Fülle von interessanten Vorlesungen und Veranstaltungen, von denen ich eigentlich profitieren möchte, dann nach Lust und Laune, ohne irgendwelchen Verwendungszweck. Und vielleicht wird ja das Zentrum für universitäre Weiterbildung in den nächsten Jahren spezifische Angebote für Leute wie mich bereitstellen, von denen ich dann selbstverständlich gerne profitieren werde.